Vintage-Uhren sind nicht mein Ding, alte Uhren aber irgendwie schon. Passt nicht ganz zusammen? Oh, ich finde schon, aber wenn du wissen willst, wie das geht, bleib einfach dran. Hallo und willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute zeige ich dir eine Uhr, die mir nicht gehört, die ich auch von keiner Firma zur Verfügung gestellt bekommen habe, sondern die mir ein Zuschauer zur Verfügung gestellt hat zum Filmen. Peter, vielen Dank an Daniel auch nochmal für die Steinhardt, war richtig klasse. Und ich freue mich auf die Uhr, die ich jetzt zeige und ich freue mich auch noch auf die, die ich demnächst zeige, denn Peter hat mir insgesamt 3 Uhren geschickt. Eine für seinen Sohn, 2 von ihm und das ist hier die 2. aus der Serie. Eine Uhr, die außergewöhnlich ist, weil es sie so in der Form neu eigentlich gar nicht mehr geben dürfte, denn die Uhr ist aus alten New-Old-Stock-Teilen zusammengesetzt, aber dann ganz neu verkauft worden. Es handelt sich um die Marke RHL. RHL ist ein, oder hinter RHL steht ein Uhrmacher, der seit vielen Jahren schon Uhren, Großuhren, Standuhren repariert, wartet und seit 2009 eine eigene Marke RHL Perfect Time herausgebracht hat, wo zum Teil neuere Modelle, aber auch wie hier New Old Stock Modelle gebaut und verkauft werden. Hier handelt es sich um eine Uhr aus den 70er Jahren. Sowohl das Gehäuse als auch das Ziffernblatt sind Originalteile aus den 70er Jahren, die als neue, moderne Uhr komplett frisch zusammengebaut worden sind und entsprechend von RHL verkauft worden. RHL hat eine Webseite, die ihr findet unter www.kulturi.de. Ich verlinke das. Ich habe mit denen nichts zu tun. Die wissen, glaube ich, noch nicht mal, dass ich das Video mache. Insofern ist das auch keine Werbung. Ich finde es einfach nur klasse, wenn es immer mal wieder was Neues zu entdecken gibt. Und diese Uhr hat mir vom Optischen her wahnsinnig gut gefallen. Das habe ich auch direkt gesagt, als ich die bekommen habe. Mann, ist die schön und die passt richtig, richtig klasse. Auch an das Band. Das gelochte Racing-Band finde ich wirklich super. Übrigens, der Aufkleber ist noch drauf, weil Peter den draufgelassen hatte und ich piddel nichts von fremden Uhren ab, es sei denn, ich darf das. Ich mag auch die Gehäuseform. Die Uhr ist, auch wenn das hier auf den Bildern vielleicht nicht so gut rüberkommt, bei Tageslicht wirklich sehr, sehr gut ablesbar. Ja, wollen wir doch mal die Uhr ein kleines bisschen genauer noch anschauen. Richtig klasse. Sie hat einen Durchmesser von 42 mm, hat eine Länge von 6 auf 12 von 48,7 mm, einen Bandanstoß von 20 mm, eine Bauhöhe von 15,8 mm, wird angetrieben von einem Silita SW7750 und ist bis 3 ATM wasserdicht. Wir haben ein Mineralglas verbaut und die Uhr wurde verkauft. Aktuell ist sie leider nicht mehr lieferbar. Wurde verkauft für 750 Euro. Also nochmal 750 Euro für einen neu zusammengebauten Chrono mit 7750 und voller Garantie. Super. Schauen wir doch mal, wie die Uhr an meinem Handgelenk sitzt. Dafür müsste ich mal kurz meine Laco Edition 96 abnehmen und die RHL an den Arm packen. Kurz nochmal die Dornschließe richtig aufmachen, sonst klappt das nicht. Ja,
Klasse, super. Also natürlich baut die Uhr mit 15,3 mm relativ hoch. Da muss man sich, glaube ich, nicht besonders viel vormachen. Aber selbst an meinem 17 cm Handgelenk, finde ich, sitzt die Uhr klasse und trägt sich auch relativ angenehm. Was ich persönlich sehr mag, ist diese Form des Gehäuses, und der Sonnenschliff ist absolut perfekt. Da ist nichts dran, aber auch gar nichts. Absolut klasse, richtig schön gemacht. Und auch das Ziffernblatt mit dem Grauverlauf, ihr werdet das im Laufe des Videos noch sehen, finde ich richtig, richtig gut. Also eine ich kann reinkommen, ich rede nicht. Rundrum schöne und toll gemachte Uhr. So, dann zoomen wir mal wieder ein kleines bisschen rein, gucken nochmal die beiden Uhren im direkten Vergleich an. 42,5 gegen 42. Die Laco wirkt meiner Meinung nach deutlich größer und ist aber nur einen halben Millimeter größer im Durchmesser. Finde ich ziemlich erstaunlich. Oh, was ist das denn? Da bin ich hängen geblieben. Da ist tatsächlich ein kleiner Haken im Gehäuse. Das muss ich mir mal genau angucken. Ja, das ist etwas scharfkantig. Also man merkt es beim normalen Tragen nicht. Ich habe es auch nicht gemerkt, als ich es ganz normal in der Hand hatte. Aber ich bin halt mit dem Handschuh drin hängen geblieben. Und da ist eine minimale Ecke. Gut, das Gehäuse ist jetzt auch rund 50 Jahre alt. Wer weiß, was das Gehäuse mitgemacht hat. Und höchstwahrscheinlich kann das jeder Uhrmacher beheben. Ich lasse selbstverständlich die Finger von einer fremden Uhr, aber da bin ich mit dem Handschuh doch tatsächlich leicht dran hängen geblieben. Kein Drama, ist mir nur aufgefallen. So, den Handschuh wieder an und dann kümmern wir uns wieder um den Rest der Uhr. Mir gefallen auch die Doppelstriche auf den 5-Minuten-Indizes. Ich finde die Uhr insgesamt wirklich wunderschön sportlich gemacht. Und was mir auch sehr gut gefällt, ist, dass die Zeiger auch über den hellen Totalisatoren wirklich gut ablesbar sind. Da gibt es also gar keine Probleme, die Zeiger abzulesen. Viele moderne Uhren haben da ganz andere Probleme. Was ich auch sehr schön finde, ist die Tachymeter-Skala, die sowohl auf dem Ziffernblatt aufgedruckt ist, als auch auf dem schrägen Reo, sodass die Tachymeter-Skala aus jedem Blickwinkel ablesbar ist, auch wenn die Uhr mal etwas schräger am Handgelenk ist. Man muss nicht unter einem bestimmten Blickwinkel drauf gucken, sondern man kann die Tachymeter-Skala unter jedem Blickwinkel ablesen. Der Chrono funktioniert einwandfrei, die Drücker lassen sich 77,50 typisch bedienen mit einem gut definierten Druckpunkt. Die Krone ist optisch natürlich fantastisch gelungen, weil sie das Gehäuse nicht größer macht, aber mit Handschuhen geht da mal gerade gar nichts. Da muss ich die Handschuhe ausziehen. Das ist also ein kleines bisschen fiddelig, um ganz ehrlich zu sein. Und auch wenn sie draußen ist, muss man schon sehr präzise arbeiten. Die Krone ist nicht die bestmögliche, was den Bedienkomfort betrifft. So ist das. Manchmal opfert man ein kleines bisschen Funktionalität einer Optik, denn optisch finde ich die Krone mega gelungen. Wirklich absolut klasse. Was ebenfalls sehr schön ist, ist die Gehäuseform. Man kann es durch die Spiegelung nicht so gut sehen, aber es ist keine gerade Flanke, sondern sie ist zum Boden hin noch einmal abgeschrägt, sodass das doch relativ massive Gehäuse nicht in voller Breite auf dem Handgelenk aufliegt, sondern
ein deutlich schmalerer Teil auf dem Handgelenk aufliegt, was sehr gut ist für den Tragekomfort, weil die Uhr sich gefühlt auf dem Handgelenk eher wie eine 40 mm Uhr trägt und nicht wie eine 42 mm Uhr. Und das gesamte Erscheinungsbild ist aber den technischen Maßen durchaus angemessen. Ja, hier nochmal der Sonnenschliff, der radial von der Mitte, von der Zeigerachse aus weggeht. Das heißt, wenn man den Schliff verlängern würde, würden alle Strahlen des Schliffes sich auf der Zeigerachse treffen. Bei Kunstlicht wirkt es nicht annähernd so schön wie bei Sonnenlicht oder Naturlicht, aber ich denke, man kann sehr gut sehen, wie wunderschön dieser Schliff ist und wie gut er der Uhr steht. Ein prima Exemplar der 70er Jahre, wirklich schön gemacht, mit den ganz typischen Designmerkmalen der 70er Jahre, aber der Qualität von heute, was Fertigungstiefe betrifft und natürlich auch, sofern man sie noch bekommt, mit einer entsprechenden Garantie. Das ist so ein bisschen das Markenzeichen von RHL. Wirklich schöne Uhren zu vernünftigen Preisen, zu einem Großteil aus New Old Stock zusammengebaut, sodass man heute tatsächlich neue Uhren der 70er Jahre bekommt. Auch das Armband passt in meinen Augen hervorragend zur Uhr. Das Racingband sowieso, auch die weiße Kontrastnaht passt ganz toll dazu. Ich finde, die Uhr ist insgesamt sehr geschmackvoll gemacht und ich finde, sie passt in die heutige Zeit genauso gut wie in die 70er Jahre, eine in gewisser Weise zeitlose Uhr. Und ich kann Peter da nur gratulieren, er hat echt ein absolutes Schmuckstück dieser Uhr bekommen. Hier sehen wir nochmal ganz genau, wie die beiden Skalierungen der Tachyskala korrespondieren. Jetzt kann man die Zahl auf der Reo ablesen, jetzt kann man sie auf dem Blatt ablesen. Das heißt, egal wie ich die Uhr drehe, diese Skala lässt sich in jedem Fall aus jedem Blickwinkel ablesen. Und das war eine der Sachen, die ich so in der Art und Weise bei modernen Uhren bisher noch nicht gesehen habe, die doppelte Beschriftung der Tachyskala. Und man kann es sogar jetzt noch sehen. Jetzt verschwindet es, klar, logisch, wenn es weg ist, ist es weg. Ja, richtig schön. Ich möchte euch nicht den Nachtschuss, den Nightshot, die Aufnahme ohne Licht vorenthalten, auch wenn ich sagen muss, da wird es so wahnsinnig viel nicht zu sehen geben, denn die Uhr ist alt und das bezieht sich dann halt auch auf die Leuchtmasse. Packen wir mal richtig Licht auf die Uhr, machen die Videoleuchten aus und ihr könnt zusehen, wie die Uhr weniger leuchtet und bereits jetzt schon quasi nicht mehr sichtbar ist. Und das war keine Zeitraffer, das war Echtzeit. Also es glimmt kurz nach und ist dann sofort weg. Nach 50 Jahren mag das so sein. Ich habe keine andere Uhr, die 50 Jahre alt ist. Ich habe keinen direkten Vergleich. Aber ich stelle mich einfach mal darauf ein, wenn ich mehr als 100 Jahre alt werde und meine Uhren über 50 Jahre alt sind, dann werde ich sie vielleicht nachts auch nicht mehr ablesen können. Ja, das war die RHL. Tolle Uhr, hat mir super gefallen. Peter, vielen Dank. Ihr bitte bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren und erfreut euch an meinen jetzigen Videos und freut euch auf meine nächsten. Bis dahin, tschüss, euer Axel.